Wir sind heute bei den Hard Bulls. Ihr feiert dieses Jahr euer 25-jähriges Jubiläum. Was hat sich denn bei euch in diesen 25 Jahren alles so getan? Ja, im Baseball hat sich generell sehr viel getan in den letzten 25 Jahren. Natürlich waren wir vor 25 Jahren eine Handvoll Pioniere und Idealisten, die sich dem Baseball angenommen haben. Heute ist das Ganze sehr professionell, hat eine gute Bühne bekommen in Vorarlberg und auch in Österreich und wird auf sehr gutem Niveau sportlich wie auch finanziell personell betrieben. Was waren denn eure größten Erfolge, die ihr in den letzten Jahren erzielt habt? Also unser größter Teamerfolg als Verein war sicher 2001 der Gewinn der Austrian Baseball League, die österreichische Meisterschaft. Und im Folgejahr dann auch der Gewinn des Europameistertitels, damals in Ungarn im Baseball B-Pool. Und ja, in den vergangenen Jahren konnten wir einige Male die zweite Liga für uns entscheiden und im letzten Jahr dann auch den Aufstieg in die Austrian Baseball League erneut fixieren. Und wenn wir jetzt die größten Erfolge hatten, was waren die größten Herausforderungen, mit denen ihr zu kämpfen hattet? Also die Herausforderungen sind wahrscheinlich in den meisten Sportvereinen dieselben. Es geht um Finanzen, es geht um personelle Strukturen, es geht um Infrastruktur. Gerade ein Verein wie wir, Baseball erfreut sich im Moment großer Beliebtheit, wächst und ja, das hat zur Folge, dass wir mit unserem Platz nicht mehr auskommen. Also wir brauchen einen zweiten Platz, einen Jugendplatz. Wir brauchen mehr Hallentermine im Winter. Wir haben aktuell über knapp 60 Kinder, die zweimal in der Woche am Training teilnehmen. Und ja, das benötigt Ressourcen. Und wenn jetzt jemand zuschaut und sich denkt, ich will auch mal Baseball spielen, sucht ihr bestimmte Altersklassen? Wie kann man sich anmelden? Wie schaut das bei euch aus? Also los geht's mit dem Baseball bei uns ab ca. 5 bis 6 Jahren. Aber es sind natürlich Kinder in allen Altersklassen U8, U10, U12, 14, 16 willkommen. Und die Trainingszeiten sind zu finden unter www.hardbulls.com. Kann man sich gerne informieren und dann einfach vorbeikommen oder zuerst Kontakt aufnehmen mit dem Head Coach Clemens Cikocki. Und da freuen wir uns auf rege Teilnahme. Und was steht bei euch in der Zukunft so an? Gibt es schon bestimmte konkrete Ziele? Ja, also wir wollen uns mit dem Nachwuchs weiter auf Kurs halten. Wir wollen mit der ersten Mannschaft uns im vorderen Drittel der Austrian Baseball League langfristig etablieren. Und ja, diesen Weg wollen wir gehen über unseren Nachwuchs und unsere Kinder, mit denen wir schon jetzt sehr gute Erfolge erzielt haben, österreichweit und vorarlbergweit auch sehr gute Arbeit hier geleistet wird, generell im Baseballsport. Und ja, das ist unsere Zukunft.